Hallo meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensiberaterin. Heute gibt es wieder mega News für morgen. Den morgen haben wir den 29. November. Also jetzt nichts denken, falls ihr das hören solltet. Im Hintergrund läuft noch mein Drucker. Es wird wieder absolut gigantisch. Ich fange mit diesen Sachen an. Sensi macht einen Cyber Monday. Und zwar am Montag, den 29. November bis Mittwoch, den 1. Dezember. Früh um 8.59 Uhr. Ein Cyber-Montag-Angebot. Und zwar könnt ihr bis zu 50% auf Produkte aus der Herbstkollektion und 40% auf Produkte aus der Kollektion Home for the Holidays sparen. Und es wurde eine große Überraschung noch angekündigt, die ich leider auch nicht weiß. Ich bin wirklich mega gespannt, was es sein wird. Wenn ich so an die Herbstkollektion denke, ich hoffe, dass der Sensi-Gott ein Einsehen hat mit mir und dass ich mir vielleicht doch noch dem Oogie Boogie sein Casino und die kleine Badewanne noch holen kann. Ich hoffe, dass auf die Sachen auch Prozente sind. Ansonsten bin ich sehr traurig. Aber egal, wir lassen uns überraschen. Also am Montag, circa wieder 20 Uhr, ist wieder Warteschleife. Ihr wisst ja langsam, wie es läuft. Dann kommt ebenfalls am Montag, ach Gott, was ganz Herziges. Ein Lebkuchenhäuschen als Duftlampe. Es ist wirklich zauberhaft. Also schaut mir hier nur diesen den Kranz, dann die zwei Lebkuchenmännchen, dann haben wir hier noch Bäumchen an der Seite. Ich habe hier, glaube ich, noch ein Bild. So ist es beleuchtet. Also das Dach kann man abnehmen. Und da kommt dann das Wachs in das Schälchen rein. Die Lampe ist aus Metall. Auch wieder, da ja der Cyber Monday ist, ist auch eine Warteschleife natürlich, logisch. Die Lampe kostet 65 Euro. Und sieht man so eigentlich gar nicht auf den Bildern, aber das sind Milchglasfensterchen. Also ich bin wirklich gespannt. Wie die natürlich ausschauen wird in live. In live. So, die kommt auch am Montag. Also Lebkuchenhäuschen und Cyber Monday am Montag. Und der Cyber Monday geht bis Mittwoch, 1. Dezember um 8.59 Uhr. Dann kommt natürlich noch ein Mega-Angebot nach dem nächsten. Diesmal unsere Raumdiffuser. Und zwar, entweder wenn ihr den Deluxe-Diffuser kauft, bekommt ihr ein Öl dazu geschenkt. Oder wenn ihr einen Premium-Diffuser kauft, bekommt ihr zwei Öle geschenkt. Und zwar könnt ihr wählen, weil bei den Deluxe haben wir ja mittlerweile
zwei, entweder den Fleur oder den Jewelled. Bei den Premium-Diffusern, ich muss mal schauen, ob ich hier Bilder habe. Müsste ich doch mit Sicherheit, ich habe doch mit Sicherheit auch hier irgendwo einen neuen Katalog. Ich habe den doch gerade in der Hand gehabt. Ist wieder mein Riesenschreibtisch. Also eigentlich ist der Schreibtisch ist nicht die perfekte Größe, ja. Aber für mich kleine Chaos Queen. Ich kann den aufräumen, wie ich will. Er schaut nach einer Stunde oder so, wenn ich dran sitze, wenn überhaupt, schaut er gleich wieder aus. Also es ist eigentlich wurscht, ob ich den auf Dingse. So, ich schaue jetzt mal, ob ich sie habe. Alle. Also, bei den Premium Diffusern. Also das sind die, wo ihr die Schirme austauschen könnt. Also ihr braucht im Endeffekt eigentlich nur die Base und einen Schirm. Das hier ist die Base und darunter ist eben der Diffuser selber. Und die Schirme könnt ihr euch alles separat kaufen. Wir haben zum einen den Ascent-Schirm. Das ist der hier. Der, wenn an ist, hat so ein bisschen was von den Polarlichtern. Also ist wirklich zauberhaft. Dann haben wir, dann ist hier der Awaken. Dann haben wir den Enchant-Schirm. Den Enrich. Wo ist er? Hier ist der Reflect. Darunter der Stargaze. Man sieht es nicht so schön. Warum sieht man das nicht? Und natürlich den Schein. Also ihr habt sieben zur Auswahl, wo ihr euch zusammenstellen könnt. Alle, die wir momentan im Katalog haben. Dann bei den Ölen haben wir die ihr euch aussuchen könnt. Also, es wird jetzt ein bisschen länger, weil ich lese sie ja natürlich alle vor. Ihr wollt wissen, um was es geht. Haben wir den Kaktuspier. Da haben wir frisch gepflückte Birnen und Apfelblüten gleichen einem milden Hauch von Kaktus ab. So, dann haben wir den Candied Violet and Plum. Lassen Sie sich verwöhnen mit sanfter Mandarine, saftiger Mandarine, nicht mit sanfter Mandarine, saftiger Mandarine und Pflaume, garniert mit kantierten Veilchen. Dann haben wir den Cherry Berry Chinummel. Pfirsich, süße Kirsche und gemischte Beeren im ruhigen Einklang mit römischer Kamille. Dann haben wir den Citrus und Sage. Der ist hier. Bergamotte und Zitrone verleihen dem erfrischenden Muskat. Was? Muskateller Salbei Helligkeit. Keine Ahnung, was das ist. Dann haben wir Zitrus und Verbena. Der ist hier. Aufmunternde Duftnoten von Orange und Eisenkraut bringen Sonnenschein für taufrisches Gras. Dann haben wir den Coconut Sugar. Kokoszucker und cremige Vanille mit einem Schuss Kirsche. Den Cotton Blossom Tangerine. Haben wir, wo haben wir den? Hier. Luftige Baumwollblüte mit einem Hauch süßer Mandarine. Den Eukalyptus Lavender Mint. Tauchen Sie in einen duftenden Strudel aus entspannender Lavendelblüte, aufbauender Minze, belebendem Eukalyptus und aufmunternder Muskatnuss ein.
Dann haben wir meinen absoluten Favoriten, den Grapefruit Blood Orange. Ein paradiesischer Duft, tropische frische Limette spielt mit Pink Grapefruit und Blutorange. Und ich liebe den. Ich habe den, ich glaube, zu 95% immer in meinem Diffuser drin. Dann der Jasmin und Birchwood. Süßer Jasmin blüht harmonisch zwischen Birkenholz und Sandelholz. Dann der Jasmin White Tea. Seit langem verehrt aufgrund seiner romantischen Tendenz sorgt Jasmin für eine sinnliche Stimmung, während Zitronengras, Mandarine und Bergamotte für sanfte Aufhellung sorgen. Dann haben wir noch den Lavender Coconut. Kokosnussmilch und geschmeidige Hölzer verzweigen sich sanft und süß mit Lavendelspitzen. Dann haben wir den Lemon Lavender Rain. Der ist auch sehr gut. Zitrone und Lavendel mit frischen Tautropfen. Dann den Lots O' Lemon. Zitrone und Limette vermischt mit Bergamotte bieten eine belebende Mischung. Ocean Mist und Aloe. Frische Duftnoten aus Orange und Aloe reiten auf einer Welle von Meeresdunst. Passion Fruit Bamboo Flower. Bambusblüte wird von Passionsfrucht und roter Guave intensiviert. Peppermint und Vanilla. Süße Pfefferminze fügt sanfte Vanille und Tonkabohne etwas Pep hinzu. Rosewater Lavender. Tauchen Sie in Rosenwasser ein mit einem Hauch von beruhigendem Lavendel und einem sanften Wirbel von Vanille. Dann haben wir noch den Sea Salt und Lotus. Ausgleichender Lotus und duftender Eukalyptus behalten mit einer Prise Meersalz ihre Frische bei. Twinkle Twinkle zum ruhigen Einschlafen mit Kamille, Eukalyptus und Lavendel. Dann haben wir noch den Vetiver and Sandalwood. Finden Sie Ihren Zufluchtsort mit beruhigenden Duftnoten aus Sandelholz, Vetivergras und Amber. Und last but not least, Watermelon Red Berries. Fruchtige Wassermelone und gezuckerte Himbeeren mit einem Hauch von frischer Gurke. Also diese Öle könnt ihr euch aussuchen, je nachdem, welchen ihr haben wollt. Also Premium gibt es zwei Öle und vom Deluxe gibt es ein Öl dazu. Das Ganze startet am Mittwoch, den 1. Dezember, Vorsicht, früh um 9 mit Warteschleife. Und dann kommt noch, das waren die Sachen, die ausgedruckt worden sind. Auch am Mittwoch um 8:01 Uhr, ganz toll, auch mit Warteschleife, es kommt zurück. The Child. Die Duftlampe The Child. Für 85 Euro. Und dann kommen natürlich auch der Mandalorian Bar und voilà, The Dark Side und The Light Side. Die Bars kosten je 9,25 €. Und ich habe sie doch hier gerade. Also, der Dark Side, das ist der rote. Lavendel, Ingwer aus Madagaskar, Vetivergras und Adlerholz. Und der Light Side, das ist also der hellblaue. Orangen, Morgennebel und Treibholz. Und wenn man die beiden mischt, also einen Würfel rot, einen Würfel blau, dann stellt man das Gleichgewicht wieder her und es wird lila. Gut gedacht dabei, ne? Und der Mandalorian.
Silberne Minze, knackige Bergamotte, erdig süße Geranien, ein Hauch von Eukalyptus und helle Orangenschale. Also der ist wirklich sehr gut. Ich brauche den blauen noch. Von dem blauen brauche ich noch ein paar, weil ich habe festgestellt, ich habe jetzt nur noch 3 Mandalorian und 2 von den Darkseid. Und ich brauche natürlich noch ein bisschen von den blauen, weil mir persönlich taugt der blaue einfach mehr, weil der ist wirklich nicht so, also der rote knallt schon richtig rein. Also ich habe mir hier mal im Büro fast eine Darkseid-Vergiftung zugezogen, in Anführungszeichen natürlich, ne? Ja, ich hatte da ein bisschen einen Duftschock, weil ich habe es halt wieder mal ein bisschen übertrieben und ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Würfel von dem Darkseid in meine Lampe hier im Büro und es war definitiv too much. Ja, es war definitiv too much, also ich musste die Lampe dann auch ausmachen, weil es war wirklich mega krass. Also der Rode ist, also wenn ihr es wirklich intensiv knackig haben wollt, ist der Rode was für euch. Wenn ihr es ein bisschen zarter möchtet, dann nehmt am besten den blauen. Mit dem kann man nichts verkehrt machen. Oder dann natürlich den Mandalorian, der ist dann quasi so die Schweiz. Ja? Also, dass wir hier nichts dieses durcheinander bringen. The Child und die Düfte. Am 1. Dezember um 8.01 Uhr mit Warteschleife. Unsere Diffuser super Sonderangebote ab dem 1. Dezember um 9 Uhr. Dann haben wir ja noch unser Lebkuchenhäuschen. Das Lebkuchenhäuschen am Montag, also morgen, der 29. um 20 Uhr circa. Und natürlich der Cyber Monday, der eigentlich bis Cyber Wednesday geht. Ab Montag, den 29. 20 Uhr wieder circa, bis zum 1. Dezember um 8.59 Uhr. Das wird wieder aufreiben. Gut, ich bin dann froh, der November ist dann rum. Deadline für Weihnachtsgeschenke, dass die auch pünktlich unterm Baum liegen, ist ja der 13. Dezember. Aber mittlerweile, so wie ich jetzt Sensi einschätze, wird da bestimmt im Dezember noch was kommen. Bin ich mir schon fast sicher. Ich hoffe ja auf etwas ganz Bestimmtes, aber das sage ich euch jetzt hier nicht, weil sonst ist hier wieder Randale. Ja, das war es jetzt von mir und meinen Neuigkeiten. Solltet ihr noch Fragen haben, dürft ihr gerne kommentieren. Ihr dürft mich auch gerne anschreiben. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen da oder auch 2 oder 3. Ja, geht ja leider nicht. Würde mich auch freuen über ein Abo von meinem Kanal, dass ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Also ich versuche schon immer sehr zügig die Neuigkeiten zu verbreiten. Also ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen ersten Advent. Und dann geht's morgen Abend. Geht's los. Wir sehen uns. Macht's gut.